Vorsatz, aus der Geschichte zu lernen, entstand vielerorts nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Bedürfnis zu verstehen, wie Menschen im Nationalsozialismus zu skrupellosen Tätern werden konnten, beschäftigte Forschung, Gesellschaft und Medien. Zum Beispiel der Fall Ilse Koch. Anfangs eine unscheinbare Dresdner Stenotypistin, später die berüchtigte Kommandeuse von Buchenwald. Sie wollte, so sagt sie selbst, ihrem Mann, dem Kommandanten des Konzentrationslagers, ein gemütliches Heim schaffen. Und ihr privates Fotoalbum zeigt, was Ilse Koch für gemütlich hielt. Doch nur wenige Meter von diesem Idyll entfernt lag die Arbeitsstätte ihres Mannes, die Baracken, in denen Zehntausende eingepfercht ums Überleben kämpften. Nach dem Krieg galt Ilse Koch schnell als die Verkörperung des Bösen schlechthin, bekannt unter dem Namen die Bestie von Buchenwald. Wer ist die auf den ersten Blick so biedere Frau, von der Zeugen behaupten, sie hätte ihr sadistisches Naturell an den Gefangenen ausgelebt? Auf ihren Befehl sollen Häftlinge geschlagen, ermordet und gehäutet worden sein. Lampenschirme aus Menschenhaut, so heißt es, hätte sie besessen. Halbnackt wäre sie am Lagerzaun entlang spaziert. Die Zeitungen beschreiben mich als ein Paradebeispiel von Sadismus und Perversion. Ilse Koch. Ihr Name steht bis heute als Synonym für die abartigsten NS-Verbrechen. Haben Sie jemals Handschuhe aus tätowierter Menschenhaut besessen? Als eiskalte Herrin vom Ettersberg ging die gelernte Stenotypistin in die Geschichte ein. Nur wie wurde aus dem Dresdner Arbeiterkind die gefürchtete Hexe von Buchenwald? 45 Jahre nach dem Tod der Frau des KZ-Kommandanten werfen unsere Archivfunde ein neues Licht auf den Fall Koch. Augsburg, Bayerisches Staatsarchiv. Hier lagern die Prozessakten des Falls Ilse Koch. 11 Kartons, 2 laufende Aktenmeter. Aussagen von über 1500 Belastungszeugen. Alle Vorwürfe, die je vor Gericht gegen die Gattin des KZ-Kommandanten von Buchenwald erhoben wurden. In 2 spektakulären Prozessen wurde Ilse Koch für die auf dem Ettersberg begangenen Verbrechen zur Verantwortung gezogen. Doch wer diese Frau wirklich war und was sie zu ihren Schandtaten trieb, blieb dabei im Dunkeln. Die Welt der Kochs, 190 Hektar im Herzen Deutschlands, das Konzentrationslager Buchenwald. Eine 250.000 Häftlinge zählte es in den 8 Jahren seines Bestehens. Sie wurden als Arbeitssklaven ausgebeutet, für medizinische Experimente missbraucht, gefoltert und ermordet. Von Juli 1937 bis zur Befreiung des Lagers starben hier über 56.000 Menschen. Die Verantwortlichen dafür stehen im April 1947 vor Gericht. In Dachau begann vor einem amerikanischen Militärgerichtshof der Prozess gegen SS-Angehörige, Ärzte und das Personal des Konzentrationslagers Buchenwald. Für die amerikanische Militärjustiz ist Buchenwald eine völkerrechtswidrige Tötungsmaschine, eine kriminelle Einrichtung, die nach einem gemeinschaftlichen Plan aufgebaut und geführt wurde. Damit ist jeder, der in dem Konzentrationslager Verantwortung trug, für die dort begangenen Verbrechen gleichermaßen mitverantwortlich, egal ob man ihm eine individuelle Schuld nachweisen kann oder nicht. Und so fordert man in Dachau für alle Angeklagten ein und dieselbe Strafe, den Tod. Auch Ilse Koch, Gattin des ersten Kommandanten von Buchenwald und einzige Frau unter den 31 Angeklagten, droht der Strick. Ihr voller Name? Ilse Koch. Wann sind Sie geboren? 22. September 1906. Sie können sich setzen. Sie war eine besondere Person, auf die sich sehr viel der öffentlichen Meinung projiziert hat.
dass sie ein Stück weit symbolisiert hat, was diesen Nazi-Terror, diesen SS-Terror im KZ tatsächlich ausgemacht hat. Und dann sicherlich spielt da auch eine Rolle, dass sie als Frau, dass man von ihr als Frau eher erwartet hätte, dass sie beschwichtigend auf ihren Mann einwirkt. Und genau das Gegenteil von dem hat sie getan. Die Anklage wirft ihr schwerste Vergehen gegen die Menschlichkeit vor. Dazu zählt der Besitz von präparierten Köpfen ermordeter Opfer und von Lampenschirmen aus Menschenhaut. Die Beweisstücke liegen dem Gericht vor. Im Kreuzverhör äußert sich Ilse Koch das erste und zugleich letzte Mal ausführlich zu den ihr zur Last gelegten Verbrechen. Tonaufnahmen von diesem Auftritt existieren nicht. Alles, was wir haben, sind diese wenigen Wochenschaubilder und die in Augsburg gelagerten Akten. Hier aber stoßen wir auf die Fotokopien der amerikanischen Prozessprotokolle, von deutschen Gerichtsassistenten minutiös übersetzt. Nun, Frau Koch, Sie wurden gelegentlich Kommandeuse vom Buchenwald genannt. Ich habe das erst vor kurzem in der Zeitung gelesen. Vorher wusste ich gar nicht, dass das mein Titel ist. Es war in der SS eben nicht gebräuchlich, dass man die Frau eines Offiziers mit dessen Titel anredete. Im Gegenteil, es war sogar verboten. Ilse Koch hatte keinen SS-Dienstrang und keine Befehlsgewalt. Trotzdem steht sie in Dachau vor Gericht. Denn anders als die Ehefrauen der übrigen SS-Offiziere soll sie von den in Buchenwald begangenen Verbrechen nicht nur gewusst, sondern ihren Mann sogar zu etlichen Gräueltaten angestiftet haben. Aus Sadismus, so heißt es, und Habgier. Ihre Villa, ihre Möbel, ihr BMW Cabriolet. All das soll von ihren Nachbarn bezahlt worden sein, von den Häftlingen auf der anderen Seite des Stacheldrahts, die tagtäglich ausgebeutet, gequält und um ihre ohnehin kargen Essensrationen betrogen wurden. Die Häftlinge schauten ausgezehrt aus, nicht wahr? Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe nie einen Häftling aus der Nähe betrachtet. Bitte? Ich habe nie einen Häftling gesehen, der so ausgehungert aussah, dass er meine Aufmerksamkeit erregt hätte. Wie wird man so? Wann fing das an? Wo ist der Punkt, an dem aus dem Dresdner Arbeiterkind die eiskalte Herrin vom Ettersberg wird? 1932 tritt Ilse Koch, geborene Köhler, in die NSDAP ein. Mitgliedsnummer 1.130.836. Noch ist sie ledig und, wie ihre Mutter den amerikanischen Vernehmern später erzählt, sehr ehrgeizig. Eine 25-jährige Stenotypistin, die weiß, was sie will. Also ich denke, ihr Herz war jedenfalls auf Seite der aufsteigenden Rechten. Wie ideologisch bewusst sie war, wissen wir nicht. Aber wer einen SS-Mann heiratet, noch dazu einen, der in der Lager-SS-Karriere machte, konnte überhaupt nicht ahnungslos sein. Sie wollte einen mächtigen, einflussreichen Mann mitstützen und vor allem seine Privilegien genießen. 1934 lernt Ilse Köhler den 10 Jahre älteren SS-Hauptsturmführer Karl Otto Koch kennen. Ein des Kassendiebstahls überführter Buchhalter, der gerade erst an die Elbe versetzt worden war. Hier baut Koch das SS-Sonderkommando Sachsen auf. Diese Einheit soll die von der SA unterhaltenen Sammelstellen für die Gegner des NS-Regimes, die sogenannten wilden KZ, in reguläre Straflager umwandeln. Schon hier zeigt Koch jene Qualitäten, für die er später in Buchenwald gefürchtet ist. Koch steht für die Aufbauzeit, die enorm leidvoll war für die meisten Insassen. Wesentlich mehr Gewalt, auch vielleicht als in anderen Lagern man bereits vorher erfahren hatte. Viel, viel mehr Gewalt, viel, viel mehr Terror. Und auch wirklich die Ideen von Foltermaßnahmen, von auch Spielen mit den Gefangenen, das meinte Ära Koch. Dank dieser Skrupellosigkeit und Brutalität steigt Karl Koch schnell zum Lagerexperten der SS auf. Im Juli 1936 bekommt er den Auftrag, in der Nähe von Berlin ein Muster-KZ aufzubauen. Und seine Verlobte Ilse Köhler begleitet ihn. Koch wird der erste Kommandant des KZ Sachsenhausen. Monatlicher Sold 1.000 Reichsmark. Das Fünffache von Ilses Sekretärinnengehalt.
Als Koch 1937 um ihre Hand anhält, willigt sie ein. Doch ob tatsächlich geheiratet werden darf, entscheidet ein anderer. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS. Ich will, dass die SS-Angehörigen eine rassisch wertvolle, gesunde deutsche Familie gründen. Deshalb sind an ihre zukünftigen Frauen erscheinungsbildlich, gesundheitlich und erbgesundheitlich höchste Anforderungen zu stellen. Seine ideologische Idee war, man könnte eine Sippengemeinschaft, einen Orden, sozusagen einen Nazi-Adel stiften, zu dem man blutmäßig gehört. Wenn man denn die richtigen Leute erstmal ausgewählt hat, dann gehören die ihr Leben lang dazu. Und dann sollen die auch nicht nach Privatvergnügen heiraten, sondern das ist also dann Sache des Ordens zu entscheiden, welche Frauen dann ähnlich auserwählt sind. Ilse Köhler wird gynäkologisch untersucht, ihre Ahnentafel zurück bis ins 18. Jahrhundert durchleuchtet. Sie erfüllt Himmlers strenge Vorgaben und darf heiraten. Und tatsächlich fühlt sich Ilse Koch durch diesen vermeintlichen Ritterschlag aus der Masse der Volksgenossen emporgehoben. Das zeigt sich, als ihr Mann nach Thüringen versetzt und zum Herrscher auf dem Ettersberg wird. Frau Koch, wann sind Sie das erste Mal nach Buchenwald gekommen? Dezember 1937. Und Sie waren nicht neugierig? Wollten nichts wissen über die Gefangenen dort? Und das Leben, das die führen müssten? Nein, es erregte meine Neugier nicht. Das KZ Buchenwald ist ein Männerlager, umgeben von den Kasernenbauten der SS. Lediglich in den Villen der Lagerführung wohnen Frauen. Die meisten von ihnen meiden das Lager, verschanzen sich in ihren vier Wänden, sind unsichtbar. Anders Ilse Koch. Sie ist die einzige SS-Offiziersfrau, die im Gedächtnis der Gefangenen und Wachmannschaften haften bleibt. Deshalb sticht sie auch noch mal raus gegenüber anderen NS-Täterinnen, die als Aufseherinnen Frauen bewacht haben. Da hatten die ja maximal Gewalt über andere Frauen. Aber hier ist die Fantasie ja, das ist eine Frau, die über Männer Gewalt hatte und die Männer ausgewählt hat, die dann getötet wurden. Im Buchenwald-Prozess beschreiben Zeugen, wie Ilse Koch, freizügig gekleidet, immer wieder die Aufmerksamkeit der Gefangenen zu erregen suchte, nur um sie dann bei ihrem Mann zu denunzieren. Welche grausamen Konsequenzen diese Spielchen hatten, steht im Vernehmungsprotokoll eines guten Freundes der Familie Koch, SS-Hauptsturmführer Hermann Hackmann, seit 1939 Adjutant des Lagerkommandanten. Gelegentlich sind Strafzettel über den Schutzhaftlagerführer an mich gelangt. Auf diesen Zetteln standen die Nummer und die Zahl der Stockschläge. Mir ist vertraulich erklärt worden, die Bestrafung erfolge, weil sich der Betreffende der Frau des Kommandanten gegenüber unehrerbietig oder unsittlich benommen habe. Hackmann, hier mit dem Knüppel in der Hand, zählt schon in Sachsenhausen zu Kochs Vertrauten und begleitet den Standartenführer auch, als der in Buchenwald bei Weimar ein weiteres Konzentrationslager errichtet. Parallel zum Bau des Lagers entstehen die Dienstwohnungen der SS. Von der Villa der Kochs sind heute nur noch einige Mauerreste erhalten. Eine scheinbar friedliche Idylle, keine 10 Gehminuten vom Lagertor entfernt. Diese Fotos stammen aus einem Album, das das Ehepaar anlegen lässt, als 1938 ihr Sohn Artwin geboren wird. Entwickelt werden die Aufnahmen des Kommandanten Koch von den Gefangenen im Labor des Lagers. Und sie, die Häftlinge, sind es auch, die feinsäuberlich die Familienbilder der Kochs beschriften. Nichts auf den Fotos verrät, dass nur wenige Meter weiter Menschen gefoltert und ermordet werden. Und nichts lässt ahnen, dass der liebe Papi dafür die Verantwortung trägt und Mutti alles über dessen blutiges Handwerk weiß. Die in diesem DEFA-Film aus dem Jahr 1959 dargestellten Szenen sind für das KZ Buchenwald historisch belegt. Stundenlanges Strafestehen, Essensentzug, das sogenannte Baumhängen und das Auspeitschen auf dem Bock gehören zu den in der Ära Koch gebräuchlichen Foltermethoden.
Die Frau des Lagerkommandanten aber will von all dem nichts mitbekommen haben. Haben Sie im Buchenwald davon gehört, dass dort Gefangenen geschlagen wurden? Nein. Haben Sie jemals etwas über Ermordung gehört, die in Buchenwald stattfanden? Nein, davon noch weniger. Der Zoo von Buchenwald, die Reste des Bärenzwingers. Lagerkommandant Koch ließ das Tiergehege zum Amüsement der Wachmannschaften anlegen, bezahlt mit erpressten Spendengeldern von Häftlingen. Nur die kommen nie hierher, umso öfter dafür die Familie Koch. Direkt hinter dem Zoo beginnt das Lager, dazwischen der Zaun, elektrisch geladen mit 380 Volt. Konnte man durch den Lagerzaun durchschauen oder nicht? Ich weiß es nicht, ich habe nie darauf geachtet. Aber nebenan wartet Zoo. Wie oft waren Sie mit Ihren Kindern in diesem Zoo? Nun, um es hochzuschätzen, sagen wir an die 20 Mal. Bilder aus dem Familienalbum der Kochs. Das Paar mit Sohn Artwin und der 1939 geborenen Gisela beim Sonntagsspaziergang vor dem KZ. Mama im neuen warmen Pelz. Die Anklage kennt diese Fotos und sie hat Zeugen, die Ilse Koch widersprechen. Zeugen, die behaupten, dass die Frau des Kommandanten sehr wohl wusste, was hinter dem Lagerzaun vor sich ging. Zeuge Kogger, haben Sie Ilse Koch am Zaun zum Lager gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Sie stand am Stacheldrahtzaun, während die Gefangenen völlig nackt auf dem Appellplatz antreten mussten und von der SS durchsucht wurden. Durchsucht? Ja. Als Ehefrau, als Mutter hätte sie im Lager nicht präsent sein müssen. Sie hätte in dieser Villa wohnen können, hätte sich dort sagen, bedienen lassen können, was es ja auch gab. Ja. Aber sie war im Lager präsent. Und das ist schon mal ein Aspekt, glaube ich, den man auf jeden Fall auch benennen muss. Warum tut sie das? Warum geht sie da und zeigt sich auch? Unter den in Dachau angeklagten SS-Angehörigen sitzt ein junger Mann, der darauf vielleicht eine Antwort geben könnte. Doch er schweigt. Es ist August Heinrich Bender, Lagerarzt im KZ Buchenwald. Bei unseren Recherchen stoßen wir im Bundesarchiv in Koblenz auf den Nachlass des 2005 verstorbenen SS-Offiziers. Hier finden wir nicht nur das Original der Anklageschrift, sondern auch Benders 1993 handschriftlich verfasste Buchenwald-Erinnerungen. Was Bender hier zu Papier bringt, sind bislang völlig unbekannte Details aus dem Lagerleben der Ilse Koch. Sie war in der SS-Siedlung kurze Zeit meine Nachbarin und auch meine Patientin. Ilse war hochgebildet, eine Schönheit. Leicht rötliche, lange blonde Locken, schneeweiße Haut, grünliche Augen. Sie hätte beim Film Karriere machen können. Und erst die Figur. Bender arbeitete fast 4 Jahrzehnte als Hausarzt hier im nordrhein-westfälischen Kels. Der Sturmbahnführer AD war beliebt als Arzt und Mitglied des Kultur- und Naturfreundevereins. Über seine Lagererlebnisse redete der alte Herr nicht, aber er schrieb sie auf. Arzterei. Ohne Krankenkasse und den damit verbundenen Bürokratenkram. Nie wieder habe ich später so ungebunden arzten können. Bender kommt 1938 als Arzt nach Buchenwald und trifft hier auf Ilse Koch. Offiziell ist die Gattin des KZ-Kommandanten Hausfrau. Im Lager kennt sie dennoch jeder. Zeuge Kogger, welche Berührungspunkte gab es zwischen den Häftlingen und Ilse Koch? Die Häftlinge arbeiteten im Haushalt der Koch. Eugen Kogon wird als Halbjude und bekennender Nazi-Gegner nach dem Anschluss Österreichs verhaftet und nach Buchenwald gebracht. Hier ist der Arztschreiber.
1946 erscheint sein Buch Der SS-Staat, die erste große Abrechnung mit dem NS-Lagersystem. Gefangene aus den Arbeitseinheiten wurden von der Kommandeuse angezeigt, wenn sie vorbeiging oder vorbeiritt. Und sie wurden in den Bunker gesteckt, sobald sie einen Zusammenstoß mit ihr gehabt hatten. Die Arrestzellen des KZ Buchenwald. Von den Häftlingen nur der Bunker genannt. Das meint Folter, Bestrafung. Es gibt einen offiziellen Strafkatalog, der für Vergehen im Lager gewisse Strafen vorsieht. Und die sollten auch entsprechend publik gemacht werden. Der Bunker ist ja nicht irgendwo, sondern liegt auch zentral am Appellplatz. Das heißt, Häftlinge nehmen den wahr, sollen den auch wahrnehmen. Und sie bekommen auch diese Folter mit. Der offizielle SS-Strafkatalog. 3 bis 42 Tage in der Zelle. Tagsüber stehend. Bei Wasser und Brot. Dunkelhaft. Doch damit nicht genug. Hier im Bunker von Buchenwald werden auch unzählige Häftlinge von sadistischen Wärtern auf grausamste Art zu Tode gequält. Frau Koch, haben Sie hier gemeldet, wenn Gefangene sich gegen die Lagerbestimmungen vergangen haben? Mit einem Mann, wie es mein Ehegatte war, war es mir kaum möglich, mich um Lagerangelegenheiten zu kümmern. Er hätte ganz bestimmt seinen Einspruch erhoben. In seinen Augen war meine Hauptaufgabe, eine gute Mutter zu sein. Und ich war stets bemüht, ihm an den Abenden ein gemütliches Heim zu schaffen. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil sie genau dieses Bild gebrochen hat. Und das hat die Leute ja nicht zuletzt provoziert. Ne? Also ich meine, auch schon unter SS-Frauen gab es diese Rivalität. Sie war die Schlampe und die Rabenmutter. Und die anderen waren doch, auch wenn sie neben dem KZ wohnten und ihren Männern den Rücken frei hielten, waren doch immerhin gute Mütter. Also was immer wir davon moralisch halten sollen. Aber sozusagen, das konnte natürlich nicht funktionieren, dass sie das sagt. Ilse Kochs Glaubwürdigkeit wird vor allem durch einen Zeugen erschüttert. Kurt Tietz, ihr ehemaliger Hausbursche. 1939 wird Tietz als 24-Jähriger wegen Wehrkraftzersetzung von der Gestapo verhaftet. Ab 1940 arbeitet er im Haushalt der Kochs. Erzählen Sie uns Ihren Tagesablauf im Haus der Koch. Jeden Morgen um 5 wurde ich von einem Aufseher in das Haus Koch gebracht. Zuallererst musste ich das Feuer in Gang bringen. Dann die Zimmer im unteren Stock aufräumen. Ja, und dann nahm ich die Kinder aus dem Bett und zog sie an. Wie lange haben Sie jeden Tag gearbeitet? Von morgens um 5 bis abends um 7. Ich erhielt kein Essen. Ich durfte nicht einmal die Toilette benutzen. Tietz hat mir unermesslichen Schaden zugefügt. Er hat mein Porzellan, meine Kristallsachen und meine Vasen zerbrochen. Er ist kein unparteiischer Zeuge. Erhielt er deshalb keine Mahlzeit? Tietz erhielt seine Mahlzeiten aus dem Lager, so wie jeder andere Häftling auch. Es war schließlich Krieg. Ich musste mit meinen Zuteilungen auskommen. Wenn ich ihm zu essen gegeben hätte, dann hätte ich es mir oder meinen Kindern entziehen müssen. Wie es um die Versorgung der hohen SS-Offiziere und ihrer Familien tatsächlich bestellt war, erfahren wir aus den Aufzeichnungen des SS-Lagerarztes Bender. Die Küche der Kommandantur. Der Koch, natürlich ein Häftling, war Chefkoch des Hotel Adlon. Erlesene Speisen, zum Teil à la carte und Getränke bester Güte. Das war dort ein Leben. Morgens, mittags, abends. Von dieser Küche aus wurde auch die Führersiedlung versorgt. Dort wurde nicht gekocht. Die offizielle Tagesration eines Häftlings? 500 Gramm Brot, 1 Liter Krautsuppe, 1 Löffel Marmelade, etwas Margarine. Tatsächlich aber gibt es in Buchenwald für die meisten Gefangenen noch weniger. Verwaltungstechnisch gehört das KZ zur Klassikerstadt Weimar. Widerstand gegen den Bau des Lagers gibt es hier nicht. Im Gegenteil, hofft man doch, von der Nachbarschaft zu profitieren. Die städtische Friedhofsverwaltung zählt zu den ersten Nutznießern der KZ-Ansiedlung. Von 1937 an werden hier im Weimarer Krematorium die Toten aus Buchenwald verbrannt. 1939 sind das bereits 1.235 und ihre Zahl steigt stetig. 20 Reichsmark stellt die Stadt für jede Einäscherung der SS in Rechnung. Ein einträgliches Geschäft, das erst endet, als der kommunale Verbrennungsofen 1940 wegen Überlastung ausfällt und das KZ ein eigenes Krematorium bekommt. Die Öfen dafür liefert die Erfurter Firma Topf und Söhne.
Für viele Unternehmen der Region ist das KZ ein attraktiver Partner. Kommandant Koch nutzt seine exponierte Stellung schamlos aus, lässt sich korrumpieren, wirtschaftet in die eigene Tasche. Davon erfährt man auch in Berlin. 1941 wird Koch seines Postens entbunden und nach Majdanek versetzt. Noch will Himmler ihn nicht vollends fallen lassen. Intern beginnt die SS wegen Unterschlagung und eigenmächtigem Mord an Gefangenen zu ermitteln. Lagerarzt Bender in seinen Erinnerungen. Ein übler Typ, infizierte sich mit Syphilis. Um es geheim zu halten, ließ er sich nicht im SS-Lazarett, sondern von zwei Häftlingen behandeln. Die Sache klappte. Dann veranlasste er einen Transport der beiden in ein anderes Lager mit der Maßgabe auf der Flucht erschossen. So geschah es dann auch. In nur 4 Jahren ist Kochs Privatvermögen auf über 100.000 Reichsmark angewachsen. Eine Summe, die das reguläre Einkommen des Standartenführers um ein Vielfaches übersteigt. Wenn man sozusagen so gemordet hatte wie alle, wenn man sich so bereichert hatte im Rahmen wie alle, dann konnte das offenbar noch gerechtfertigt werden als Herrenmoral oder Herrenmenschenmoral. Das steht uns zu. Wir erheben uns natürlich über diese Durchschnittsexistenzen. Wir sind was Besseres. Aber in eigener Tasche gegen andere aus der Gruppe, da gab es dann, glaube ich, schon auch Tabus, die man ernst nehmen muss. Also ich sträube mich auch, das Moral zu nennen, aber sozusagen jenseits jeglicher Regeln war das natürlich überhaupt nicht. Solange die Ermittlungen gegen Koch laufen, wohnt seine Gattin weiter in ihrer Villa auf dem Ettersberg. Um das Haus und seine Bewohnerin beginnen sich nun zahlreiche Gerüchte zu ranken. Die Koch, so heißt es, vernachlässigt ihre Kinder, nimmt Reitunterricht, während sich Häftlinge um ihren Haushalt kümmern müssen. Sie trinkt und betrügt ihren abwesenden Gatten reihenweise mit anderen SS-Männern. Bereits vor dem Buchenwald-Prozess wurde bekannt, dass Ilse Koch mit mindestens 2 verheirateten SS-Offizieren des Lagers intime Beziehungen unterhielt. Als die Anklage versucht, diese Affären zu thematisieren, interveniert Kochs amerikanischer Pflichtverteidiger. Doch das Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall ist inzwischen so groß, dass jedes neue Detail aus dem angeblich abartigen Intimleben der Angeklagten von der Presse dankbar aufgegriffen wird. Es gibt wohl keinen deutschen Ausdruck, der nicht gewöhnlich genug war, um auf mich angewendet zu werden. Die Zeitungen beschreiben mich als ein Paradebeispiel von Sadismus und Perversion. Es ist mir irgendwie gelungen, einen gewissen Abstand zu diesen Dingen zu bewahren, um nicht allzu großen seelischen Schaden zu nehmen. Begierig stürzt sich die Öffentlichkeit auch auf alle Zeugenaussagen, die um Ilse Kochs vermeintliche Vorliebe für tätowierte Menschenhaut kreisen. Die Bilder von den makabren Fundstücken aus der Lagerpathologie gehen um die Welt. Das hat offensichtlich auch den Zorn in der Bevölkerung ausgelöst und diese besondere Symbolhaftigkeit von Ilse Koch auch ausgemacht. Im letzten Erklären lässt sich das meines Erachtens aber trotzdem nicht, weil sehr viel, und das sage ich im Wissen natürlich darum, dass wir hier auf keinen Fall mit einer unschuldigen Person zu tun haben, aber sehr viel auch auf Gerüchten und Vorverurteilungen basiert. Fest steht, dass in Buchenwald Häftlinge gegen ihren Willen den SS-Lagerärzten als Probanden für fragwürdige medizinische Experimente dienten. Hunderte verloren dabei ihr Leben. Und fest steht ebenfalls, dass das KZ Häftlingsleichen oder präparierte Leichenteile an die Universität Jena zu Forschungszwecken lieferte. In der Sammlung der Gedenkstätte Buchenwald zeigt man uns diese Fetzen gegerbter Menschenhaut. Ob im Lager tatsächlich Gefangene aufgrund ihrer Tätowierungen getötet wurden, ist bis heute nicht bewiesen. Wohl aber, dass man in Buchenwald in großem Stil tätowierte Hautteile konservierte. Das steht auch in den Erinnerungen des Lagerarztes Bender. Und dass in Buchenwald aus den Köpfen toter Häftlinge Geschenkartikel hergestellt wurden. Ihm selbst hätte man einen sogenannten Schrumpfkopf angeboten, gefertigt aus dem Haupt eines hingerichteten polnischen Gefangenen. Ich lehnte ab. Was sollte ich mit einem solchen Schreckgespenst in der Wohnung?
Dieses Foto aus Ilse Kochs Familienalbum zeigt das häusliche Arbeitszimmer ihres Mannes. Hinter dem Schreibtisch ein bronzener Hitlerkopf, auf dem Tisch ein Totenschädel. Gab es im Haus Ilse Koch andere Gegenstände aus menschlichem Material? Ja, auf der Diele waren zwei Lampenschirme. Es wurde mir erklärt, dass sie aus Menschenhaut gemacht waren. Dazwischen stand ein Totenkopf. Der kleine Artwin spielte immer mit dem Totenschädel herum und zog die Zähne heraus. Ich musste sie dann wieder einsetzen. Andere Zeugen sagen aus, sie hätten Lampenschirme und Bucheinbände aus menschlicher Haut, die für die Kochs bestimmt waren, in der Lagerpathologie gesehen. Vorlegen kann die Anklage allerdings keines dieser Objekte und Ilse Koch streitet ihren Besitz kategorisch ab. Ich habe nie von derartigen Lampenschirmen gehört. Folglich kann ich auch keinen Befehl gegeben haben, sie für mich herzustellen. Frau Koch, haben Sie jemals Handschuhe aus tätowierter Menschenhaut besessen? Ich habe meine Handschuhe immer gekauft. Die Anklage lässt den Vorwurf, Ilse Koch hätte die Häutung von Häftlingen befohlen, schließlich fallen. Trotzdem brennt sich gerade diese Geschichte in das kollektive Gedächtnis ein. Als die DDR in Buchenwald eine nationale Mahn- und Gedenkstätte einrichtet, gehört dieser kleine Lampenschirm zum Ausstellungsinventar. Der wird von Karl Straub, ehemaliger Insass im Lager Buchenwald, in den 50er Jahren der damals gerade in der Entstehung begriffenen Gedenkstätte übergeben. Mit dem Hinweis offenbar, dass er aus dem Lager stammt. Ja? Und er wird bereits in dem ersten Museum, das im Jahre 54 eröffnet wird, auf dem Gelände des ehemaligen Lagers, wird dieser Schirm als Lampenschirm aus Menschenhaut ausgestellt. Bis in die 80er Jahre hinein ist dieser vermeintlich für Ilse Koch gefertigte Lampenschirm in Buchenwald zu besichtigen. Nach der Wende wird er erstmals wissenschaftlich untersucht und als nicht aus menschlichem Material bestehend klassifiziert. Vom eigentlichen Inventar der Villa Koch sind heute nur noch diese Fotos erhalten. Denn bereits im Sommer 1943 endet Ilse Kochs Leben auf dem Ettersberg abrupt. Nach 2 Jahren sind die Ermittlungen gegen ihren Mann abgeschlossen. Am 25. August 1943 verhaftet ein Sonderkommando der SS Karl Koch und bringt ihn in die Gestapo-Zentrale Weimar. Einen Tag später wird auch Ilse Koch festgenommen. Auf ihrem Konto finden die Ermittler 25.000 Reichsmark. Das genügt, um sie der Mittäterschaft anzuklagen. Doch Ilse Koch gelingt es, sich vor dem SS-Gericht als argloses Opfer ihres Mannes zu inszenieren. Im Dezember 1944, aus Mangel an Beweisen freigesprochen, verlässt sie den Ettersberg. Karl Koch dagegen wird wegen Hehlerei, Betrug, Unterschlagung und Anstiftung zum Mord zum Tode verurteilt und im April 1945 im Lager hingerichtet. SS-Arzt Bender ist bei der Exekution anwesend. Feuer wie üblich, ein Schuss in die Stirn. Letzte Worte von Koch: Jungens schießt gut. Schneid hatte er. Ausstellung des Totenscheins. Affäre Koch beendet. Wenige Tage später erreichen die Amerikaner das von der SS verlassene KZ Buchenwald. Es ist das erste große deutsche Konzentrationslager, auf das sie stoßen. Die amerikanischen Soldaten sind entsetzt. Ihr General will, dass auch die Einwohner Weimars dieses Grauen sehen sollen. Auf seinen Befehl werden hunderte Bürger der Stadt durch das Lager geführt, vorbei an hungernden Häftlingen und Leichenbergen. Auf einem Tisch hat man die makabren Produkte der Lagerpathologie aufgereiht. Für die amerikanischen Kameraleute und Kriegsfotografen ist dieses Arrangement ein begehrtes Bildmotiv. Immer wieder müssen die befreiten Häftlinge nun erzählen, was sie über die grausigen Funde wissen. Ende April bestätigt das US-Kriegsministerium, dass die Gerüchte, die rothaarige Frau eines SS-Obersten hätte in Buchenwald systematisch tätowierte Häftlinge töten und enthäuten lassen, der Wahrheit entsprechen.
Von all dem ahnt Ilse Koch nichts. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Artwin und Gisela erlebt sie das Kriegsende bei Verwandten in Ludwigsburg. Hier wird sie im Juni 1945 von den Amerikanern verhaftet. Ihre Fotoalben werden beschlagnahmt, ausgewählte Aufnahmen herausgerissen und der Presse zugespielt. So bekommt das unbeschreibliche Grauen von Buchenwald ein Gesicht. Es ist das der Ilse Koch. Der amerikanische Geheimdienst hatte schon vorher Informationen darüber, dass es da so eine ominöse Gattin eines Kommandanten gab. Das Gerücht um die Lampenschirme aus Menschenhaut war sozusagen schon in der Welt. Ilse Koch wird nach Dachau gebracht. Auf dem Gelände des ehemaligen KZ haben die Amerikaner ein Gefangenenlager eingerichtet. Der Frauenbereich ist durch einen Stacheldrahtzaun vom Rest des Lagers abgetrennt. Trotzdem gelingt es einigen Gefangenen, unbemerkt auf die andere Seite zu gelangen. Einer dieser Männer ist Friedrich Schäfer, ein Bekannter aus Ilse Kochs Jugendzeit. Im Augsburger Staatsarchiv finden wir Schäfers Vernehmungsprotokoll. Wir waren 5 Mann, die regelmäßig zu Besuch ins Frauenlager gingen. In der Regel waren es alles Besuche zum Zwecke des Gedankenaustauschs. Mit Ilse Koch hatte ich bei dieser Gelegenheit öfter Geschlechtsverkehr gehabt. Als es im Buchenwald-Prozess im Sommer 1947 schließlich zur Urteilsverkündung kommt, ist Ilse Koch im 7. Monat schwanger. Das allein rettet sie vor dem Strang. Bei der werdenden Mutter schreckt das Gericht davor zurück, die von der Anklage geforderte Todesstrafe zu verhängen. In Dachau wurde nach 4-monatiger Verhandlung in dem Prozess gegen SS-Angehörige, Ärzte und Wachmannschaften des Konzentrationslagers Buchenwald das Urteil gesprochen. Unter Vorsitz von General Kiel erkannte das amerikanische Militärgericht sämtliche 31 Angeklagten für schuldig. Jessica! The court in closed session at least 2/3 of the... Ilse Koch, die einzige Frau dieses Prozesses und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald, wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Ilse Koch wird nach Landsberg überführt. Dort hat die US-Armee ihr Kriegsverbrechergefängnis eingerichtet. Hier trifft Ilse Koch auf einen alten Bekannten, August Heinrich Bender. Der Lagerarzt wurde im Buchenwald-Prozess zu 10 Jahren Haft verurteilt. Nun setzen die Amerikaner den SS-Offizier als Gefängnisarzt ein. Da ich mich frei bewegen konnte, war ich oft bei Ilse. Ich betreute sie während ihrer Schwangerschaft. Da kam mir ein Gedanke. Über unserer Behausung wehte die amerikanische Flagge. Wir befanden uns auf amerikanischem Boden. Das Kind wäre vom Augenblick der Geburt an ein amerikanischer Staatsbürger gewesen. Ilse vertraute meinem geburtshilflichen Können und war mit meinem Plan einverstanden. Doch daraus wird nichts. 6 Wochen vor der Entbindung verlegen die Amerikaner Ilse Koch in das städtische Krankenhaus Landsberg. Im Oktober 1949 wird hier ihr Sohn Uwe geboren, über seiner Wiege die weiß-blauen Farben Bayerns. Die Fürsorge nimmt sich des Kindes an und Ilse Koch kehrt in ihre Zelle zurück. Eine Kommission überprüft derweil die Urteile des Buchenwald-Prozesses und stößt dabei auf zahlreiche Verfahrensfehler. Etliche Zeugenaussagen widersprechen sich, Entlastungsmaterial ist dem Gericht vorenthalten worden. Militärgouverneur General Klee sieht sich genötigt, Ilse Kochs lebenslänglich nun in eine 4-jährige Haftstrafe umzuwandeln. Das entfacht in den USA einen Sturm der Entrüstung. Als dann das Urteil reduziert wird und man sagt, das können wir nicht halten, die Zeugenaussagen sind längst nicht alle solide, da gibt es ja einen Aufruhr, dass das also sozusagen, Klee steht sogar in Verdacht, nun auch Liebhaber von Lampenschirmen zu sein. Also da bleibt ja keine Geschmacklosigkeit aus. Und eine Bevölkerung, die sich so viel darauf zugute hält, die Demokratie mit zu erfunden zu haben, fordert jetzt nicht ein rechtsstaatlich faires Verfahren, sondern will sozusagen diese Frau, wenn nicht hängen sehen, so doch wenigstens ein Leben lang weggesperrt. Nun konnte man selber keinen neuen Prozess auflegen, denn da gilt das sogenannte Doppelbestrafungsverbot. Also keine Person darf zweimal wegen der gleichen Tat vor Gericht stehen. Aber man hat dann Druck ausgeübt. Als Besatzungsmacht konnte man das natürlich auch. Auf die bayerische Staatsregierung, dass hier vor einem deutschen Gericht noch einmal ein Verfahren aufgerollt wird. Und dieser politische Druck war offensichtlich massiv und so massiv, dass sich die bayerische Staatsregierung dem gar nicht mehr widersetzen konnte. Und dann kam es zu diesem zweiten Verfahren vor dem Landgericht Augsburg.
Ilse Koch wird nun des Mordes und der Misshandlung deutscher Staatsbürger angeklagt. Die eigenhändige Tötung von Häftlingen ist der Kommandantenwitwe nicht nachzuweisen, nach Meinung der Richter wohl aber die Anstiftung zum Mord. Die Argumentation des Gerichtes basiert darauf, dass Ilse Koch, wenn sie nur einen SS-Wärter auf einen Häftling hingewiesen hat, gewusst haben muss, dass es jetzt die Konsequenz hat, dass dieser Häftling massivst bestraft wird und gegebenenfalls auch umgebracht wird. Die Kommandeuse von Buchenwald, die berüchtigte Ilse Koch, wurde in Augsburg zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Die Verurteilung erfolgte in Abwesenheit der Angeklagten, die mehrfach Tobsuchtsanfälle inszeniert hatte. Das im Januar 1951 gegen die sogenannte Hexe von Buchenwald verhängte Urteil hat für viele Deutsche eine Entlastungsfunktion. Bei jedem Exzesstäter hatte das die Funktion zu sagen, naja, so waren wir natürlich nicht. Also sozusagen je brutaler die nachweisbaren individuellen Verbrechen, desto eher hatte es den Effekt für die Gesellschaft, sich auf der sicheren Seite zu fühlen. Und man kann gleichzeitig sagen, es sind diese Exzesstäter, diese Verrückten, diese Wahnsinnigen gewesen, die dieses Regime bestimmt haben. Und was wir als Masse dazu sagten, war sowieso völlig irrelevant. Wir konnten ja auch nichts tun. All die Geschichten, die dann kommen. Das Frauengefängnis Eichach. Hier verbringt Ilse Koch ihre letzten 16 Jahre. Sie meidet den Kontakt zu Mitgefangenen und versteigt sich zunehmend in Wahnvorstellungen. In Briefen an ihre Kinder beteuert sie ihre Unschuld. Trotzdem bleibt das Verhältnis angespannt. Ihr ältester Sohn Artwin nimmt sich schließlich das Leben. Immer wieder stellt Ilse Kochs Anwalt Gnadengesuche und immer wieder werden sie vom bayerischen Justizminister abgelehnt. Zuletzt versucht es ihr jüngster Sohn Uwe im April 1967 ohne Erfolg. Die interne Begründung finden wir im Bayerischen Staatsarchiv. Der Name der Kommandeuse Ilse Koch ist in der Weltöffentlichkeit untrennbar mit dem KZ-System schlechthin verbunden. Es gibt daher keinen persönlichen Fall Koch, sondern nur das Politikum Koch. Das ist das Geschick dieser Frau. Am 2. September 1967, 5 Monate nach der Ablehnung des letzten Gnadengesuchs, erhängt sich Ilse Koch in ihrer Gefängniszelle. Ein gerechtes Ende, wenn man es an dem Schicksal der 56.000 in Buchenwald ums Leben gekommenen Häftlinge misst. Fragwürdig, wenn man bedenkt, was dagegen aus den SS-Männern wurde, die das US-Militärgericht in Dachau gemeinsam mit Ilse Koch verurteilt hat. Grimm Philipp, SS-Obersturmführer, führte die Kategorie unproduktive Juden ein, sorgte für den Abtransport arbeitsunfähiger und behinderter Häftlinge, 1947 zum Tode verurteilt, 1954 aus der Haft entlassen. Hackmann Hermann, SS-Hauptsturmführer, Chef der Stabskompanie, die 8000 gefangene Soldaten der Roten Armee durch Genickschuss tötete. 1947 zum Tode verurteilt, 1955 aus der Haft entlassen. Heigel Gustav, SS-Hauptscharführer, Leiter des Arrestbereichs, verantwortlich für die Durchführung von über 350 Hinrichtungen. 1947 zum Tode verurteilt, Mitte der 50er Jahre aus der Haft entlassen. Otto Wolfgang, SS-Hauptscharführer, Protokollführer des Exekutionskommandos, zu 20 Jahren Haft verurteilt, 1952 entlassen, bis 1962 Religionslehrer an einer katholischen Volksschule.